Hallo Leute, weiter geht's bei God of War. Denen, die offenen Auges sind, biete ich den Blitz des Zeus. Blitz des Zeus, das klingt doch gut. Das würde ich sagen, holen wir uns. Sehr geil. Elektrisieren Sie Gegner mit blendenden Schnellangriffen des Zeus. Gegner zu elektrisieren erzeugt blaue Orbs. Oh, jetzt muss ich mir das noch irgendwie merken. Okay, aber blaue Orbs ist gut. Blaue Orbs ist sehr gut. Oh mein Gott, ich habe ein Problem. Zu viele Gegner hier. Habe ich Magie? Nee. Ich kann auch nicht auf Feuer wechseln. Komm schon. Shit. Ich muss Gegner besiegen. Ich brauche blaue Orbs. Ich möchte hier ungern sterben. Ja, das war guter Damage. Okay, fliegen. So, alte nehme ich. Es gab jetzt aber keine blauen Orbs. Ich muss sie vermutlich mit meinen Klingen besiegen. Und nicht hier mit so einem Kratos-Move. Es gibt gar keine. Scheinbar gibt es keine blauen Orbs. Warum nicht? Naja. Ich würde es auch ungern jetzt bei all diesen Gegnern hier testen, wie ich sie bekämpfen muss und alles. Das würde ich dann gerne irgendwann bei Gelegenheit tun, wenn nicht mehr ganz so viele verkackte Gegner hier rumkreuchen und leuchten. Das hier ist auch quasi mehr so ein Tutorial, könnte man sagen. So. Weg mit dir. Komm schon, lass mich doch den Typen hier erledigen. Scheinbar darf ich nicht. Aber das Gegner packen und werfen, das ist schon irgendwie so die Rettung. Sehr oft sogar. Mehr kommen und sterben. Ich habe noch hier mein Schild, genau. Sehr geil. Weg da. Und mit meinem Schild angreifen hier. So. Dankeschön. Ich war jetzt da vielleicht ein bisschen ruhig, aber ich wollte unmöglich nochmal sterben. Die Feuermagie kann ich bereits wieder einsetzen, die anderen nicht. Ich bleibe erstmal bei Elektro, ja. Was könnte das vierte sein, Leute? Ich habe echt keine Ahnung. Orbs. Da unten sind Orbs, ich habe es gesehen und da ist noch ein Schriftstück. Tagebucheintrag eines Orakelsuchenden. Das Orakel wird mir helfen. Es wird die Wahrheit erkennen und mir sagen, was zu tun ist. Ach ja, meinst du? Okay, weiter kann ich nicht scheinbar. Ich muss darunter. Und vielleicht noch hier hinten irgendwas? Ja, der Weg ist lang. Nein? Ja, jetzt habe ich wieder Angst. Okay, Angst war nicht berechtigt. Den Weg hier hätte man ruhig ein bisschen kürzer setzen können, ja. Schon wieder ein Gorgonenauge. Ich finde überhaupt keine Federn. Warum ist das so? Naja, aber ein bisschen mehr Energie ist auch nicht verkehrt. So, und hier ist der Weg zu Ende. Ja, den hätte man ruhig ein bisschen kürzer gestalten können. Glaube ich. Aber... ja, wer bin ich, um das hier zu... kritisieren. Ach du Scheiße, habt ihr gesehen da oben? Dürfte ich bitte wieder da hochgehen? Das ist ein bisschen scheiße, dass ich nicht mehr da hoch kann. Da war bestimmt eine Phönixfeder. Scheiße. Aber ich bin doch da entlang gelaufen. Irgendwie konnte ich nicht weitergehen, oder? Hä?
Fuck, jetzt komme ich da nie wieder hoch. Das finde ich doof, so Points of No Return quasi. Wobei, ja, in so einem Spiel ist es vielleicht nicht unbedingt schlecht, aber... Ja, muss ich jetzt damit leben scheinbar. Muss ich damit leben, dass ich es wieder einmal verkackt habe, so wie immer. Kacke. Ja, und ich motze hier rum, ich krieg keine Phönixfedern. Ja, kein Wunder, wenn ich hier das Offensichtlichste übersehe. Darüber. Willst du scheinbar Kratos? Ja. Auch hier hätte ich mich vielleicht irgendwo anders umsehen können noch, aber... Ne. Wo soll ich lang? Wo soll ich lang gehen? Ah. Einfach nur hochgehen. Und... Hep, und halt dich bitte gut fest. Da, die Schlange. Ja, ich brauche unbedingt Phönixfedern. Ich brauche unbedingt Magie. Unbedingt brauche ich Magie. Dann gehe ich hier rüber und dann springe ich hoch. Ja, bisher klappt es ja. Wo lang? Darüber. Ist teilweise ein bisschen unersichtlich. Aha. Und da, hepp und zack. Ah. Von Wand abstoßen, ja, und Attacke. Attacke und drin. Oh nein, jetzt wieder rutschen. Oh, ich mag das nicht. Gut. Ich habe immer das Gefühl, ich kann mich nicht schnell genug bewegen hier. Hallo? Ich bin eigentlich gesprungen, aber scheinbar zu früh, bevor mir das Ding angezeigt wurde. Hm. Aus Reflex bin ich da natürlich gesprungen. Ist ja logisch, aber... Naja. Naja. Das war ein dummer Tod. Ich darf erst springen, wenn mir das da unten angezeigt wird. Ist ein bisschen seltsam, ein bisschen doof. Aber okay. Wenn man es weiß, ist in Ordnung. Okay, bevor ich es jetzt vergesse, wir haben 2400 Orbs. Verbessern wir mal das hier. Ich meine, der Scheiß kostet ja nichts, ne? 2000, dann 3000. Ne, okay, reicht nicht. Und hier brauche ich jetzt 12.000 Orbs für die Klingen. Okay, würde ich sagen, sparen wir mal ein bisschen. Drache, lass den Scheiß hier. Ich kann so Energiekugeln ballern, das ist geil. Komm jetzt hier runter, verdammt nochmal. Seht ihr das? Kratos Donnerblitzattacke, los! Ach so, ja. Eis, ne? Eis ist effektiv gegen Drache. Hab ich vergessen. Au! Wo kommen jetzt diese scheiß Hunde her? Wo kommen jetzt diese Kackhunde her? Weg mit dir! Erst der Drache da. Oder sollte ich mich zuerst um die Eier kümmern? Au, 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 au. Ich sollte mich am besten um alles gleichzeitig kümmern. Wie wäre das denn? Könnte am besten hinhauen. Was soll denn der Müll? Verdammte Töle. Muss sterben. Sterben, sagte ich. Du auch, du Mistrache. Die sind nerviger, als dass ich angenommen habe. So. Aber ohne Schwanz können sie scheinbar nicht leben. So. Ist jetzt da drüben gleich ein neuer entstanden. Und da kommt noch ein neuer. Muss sie einfach, wie gesagt, immer packen und vernichten. Autsch.
Ihr seid doch einfach nur... Scheiße seid ihr. So, Strom. Und Feuer. Da wollte ich jetzt noch nicht unbedingt hingehen, Kratos. Sowas mag ich nicht. Es gibt hier zwei, drei Dinge in diesem Spiel, die nicht so gut gemacht sind wie in den ersten drei Teilen. Obwohl dieses Spiel hier quasi erst anschließend kam. Was machst du jetzt da? Ach so, die nächste Schlange befreien, ich verstehe. Das ist ein bisschen ein seltsamer Abschnitt hier, muss ich sagen. Kann ich mich bewegen? Muss ich etwas tun? Scheinbar nicht. Okay, das war knapp. Was muss ich jetzt machen? Was zur... Ich hab doch Kreis... Was willst du von mir, Spiel? Ich hab doch die Kreistaste gedrückt. Das funktioniert nicht so gut, Leute. Warum sollte ich die Kreistaste drücken? Ich drücke jetzt einfach mal nix. Wisst ihr, was mein Problem ist? Ich möchte selbstständig spielen und versuche, das Ding zu packen. Versteht ihr? Dabei muss ich einfach gar nichts tun. Bin ich mir nicht gewohnt. Ich möchte das Vieh angreifen und packen, aber ich muss einfach nur die richtige Taste drücken. Na gut, dann machen wir das. So. Machen wir das halt so. Ich meine, okay. Kann ich damit leben? So. Bin ja kein Vollidiot. Wenn ich nicht selbstständig spielen darf, dann... Ne? Finde ich das ein bisschen doof. Aber wir haben jetzt das rote Rayquaza an seinem Platz. Dann fehlt nur noch eines. Das ist echt ein Rayquaza-Kopf. Beinahe. Ah, noch mehr Energie. Ja. Und eine Schlange fehlt jetzt noch. Ja, genau die. Dann holen wir uns jetzt halt noch die. Es wäre schön, wenn ich mich jetzt ein bisschen besser anstellen würde in Zukunft. Nur mal so. So. Hier hinten ist natürlich nichts. Ach, komm schon. Komm her. Wo bist du? Komm hierher. So, komm her. Warum überall diese Kackviecher drin? Nervt überhaupt nicht. Und du da oben, du machst am besten mal... Du machst am besten mal gar nichts. Ah, ich kann sie einfach nur runterwerfen und dann sind sie auch kaputt. Sehr cool. Hier wird dir gerutscht, ja. Und zack. Ja, nicht selbstständig spielen. Ich meine, Quicktime-Events sind geil, aber dann muss auch wirklich ersichtlich sein, wann ist Quicktime und wann muss ich selber entscheiden, was jetzt passiert. Oh, Magie. Wie viel Magie kann ich eigentlich tragen? Das ist mein Maximum. Das ist sogar noch zu wenig für alles. Na, klasse. Ich komme aus dem Land des Pharaos. Es ist so kalt hier. Wenn ich zurückkehre, ohne dort gewesen zu sein, ist das mein Tod. Ja, und nun? Darüber springen? Ah. Ich dachte schon, das wäre wieder falsch. Wo jetzt? Hoch da, okay. Da drüben sehe ich wieder einen Hakenpunkt. Genau wie da. Okay, Kratos. Darf ich jetzt selber entscheiden, was ich mache, oder ist es jetzt wieder ein Quicktime? Okay, abspringen und zack. Na, wir warten.
Was zur Hölle? Kann ich sagen, mit meinem Eis nicht. Wo kommst du jetzt auf einmal her? Was wollt ihr hier? Ihr kleinen Mistviecher. Wow, habt ihr gesehen? Die Käfer, je nachdem, mit welchem Element ich gerade ausgestattet bin, machen sie was anderes. Wenn ich sie werfe, das ist geil. Seht ihr das? Die Gegner gefrieren hier. Ist das geil. Nerv nicht rum hier. Du bitte auch nicht. So, da kommen immer mehr. Ach so, deswegen kommen immer mehr. Weil da oben ein scheiß Nest ist. Muss mir doch mal jemand sagen. Stimmt gar nicht. Jetzt habe ich Feuer ausgerüstet und sie sind doch noch so eisig. Ha. Aber diese eingefrorene Wand da, die nervt mich gerade ein bisschen. Wieso komme ich da nicht hoch? Hätte ich da mit mehr Schwung hochgehen können? Könnte ich mir gerade vorstellen. So, ist jetzt bereits die letzte Schlange, die wir befreien? Quasi ja. Jetzt muss sie sich noch ihren Weg bahnen. Aber es ist wirklich sau episch gemacht, Leute. Ernsthaft, sieht so geil aus. So, ich kann mich bewegen, ja kann ich. Was muss ich jetzt machen? Eishöhlen. Oh, was? Ah, ich muss da reingehen. Was? Ich dachte, ich muss da rein. Wie? Was? Hey, Spiel. Seit ein paar Minuten oder seit ungefähr einer halben Stunde oder so bist du ein bisschen ein Arschloch, weißt du das? Muss ich das hier einfach kaputt machen oder was? Aha. Muss mir doch jemand sagen. Au. Lass den Scheiß jetzt hier. Ich möchte ein bisschen weiter vorne kämpfen, glaube ich. Au, 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 au. Moment, Moment, Moment. Lass mich jetzt hier mal durch. Scheiße, ich stehe falsch. Nee, es war richtig. Nein, 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 nein! Kommt nach vorne hier. Ich will hier hinten nicht kämpfen. Ich sehe beinahe etwas. Nur beinahe. Ihr lebt doch immer noch. Was ist denn los mit euch? Warum wollt ihr nicht verrecken? Jetzt lass mich doch mal. Wo lang jetzt? Ah, darüber. Aha, so funktioniert das. Was sind hier so, ihr solche Kackviecher? Geht doch einfach weg. Ja, gewisse Gegner sind ziemlich scheiße. Ich weiß halt nicht genau, was ich machen muss hier. Ich höre noch mehr Gegner, ja. Ich meine, diese Kamerafahrt durch das Eis durch ist schon geil. Aber es ist ein bisschen suboptimal, weil ich nicht viel sehen kann. Da. Ich steige mal ab, okay? Das bricht zusammen, oder? Ja. Das war so klar. Und da drüben werde ich bitte wieder aufsteigen. So. Oh Gott, ich lange Weg sie und ich muss hier herum. Dings hier, okay? Wir warten, bis das hier steht, ja? Was mache ich? Ah, auf die Schlange, schnell! Oh, passt! Hunde! Aus dem Nichts! Aber ihr seid nicht so die größte Bedrohung hier.
Waren das schon alle? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Da vorne möchte ich wieder aussteigen. Ich sehe es ja. Danke. Lass mich raten, ich muss jetzt noch ultra... Gott. Ich muss da auch noch schnell sein, um die Schlange wieder zu erwischen. Bin leicht nervös. Der Part dauert schon länger, als das er sollte. Warte auf mich. Danke, Schlange. Oh, was? Was wollt ihr denn von mir? Oh, das ist dumm, wenn ich nichts sehen kann. Ernsthaft. Das ist ein bisschen nervig hier, echt. Das ist echt dumm, wenn ich nichts... Hallo? Echt ein Scheiß, wenn ich nicht sehen kann. So. Ja, natürlich kommt immer mehr, ne? Ich sterb gleich. Halt, ich halte mich hier hinten. Ey, jetzt leckt mich doch mal, ihr verdammten Viecher. Ich möchte hier aussteigen, bitte. Oh mein Gott. Und hepp. Oh, es endet nicht, Leute. Der Part wird viel zu lange. Ich brauche endlich mal Energie, ansonsten sterbe ich. Ich habe hier keine ruhigen 2 Minuten hier. Oh, das war auch knapp. So, ist jetzt endlich mal gut hier. Kratos steckt seine Klingen weg, das ist gut. Okay, die 3 Schlangen sind da. Wenn jetzt nicht gerade noch irgendwie ein Ultra-Bosskampf ansteht, kann ich den Part gleich beenden und da wäre ich ziemlich, ziemlich froh drum. Okay, der Turm wird mit Energie versorgt. Davon habe ich jetzt was genau? Okay. Okay, okay. Leute, aber ich würde sagen, das war's erstmal für heute mit God of War. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!